Hallo meine Lieben, moin moin, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Joggler66 oder Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, wie ich das auch gerne nenne. Ich mache jetzt nochmal weiter mit einer weiteren Lesung in dem Papier von Luther 2017, 500 Jahre nach der Reformation. Wo stehen wir? Oder eigentlich besser gefragt, wo stehst du? Das ist eigentlich ziemlich individuell zu beschauen. Die Frage ist, ob du Jesus Christus oder Antichrist akzeptierst. Da geht im Grunde das ganze Papier drum. Und bevor ich jetzt weiterlese, ich gehe sowieso einen kleinen halben Paragraphen zurück, wo ich gestern mal aufgehört habe, will ich doch noch mal eben etwas sagen über die Reformation. Das ist ein neues Wort. Das Wort Reformation gab es vor der Reformation, soweit ich weiß, gar nicht. Und wenn es das gegeben hat, dann bezieht es sich immer darauf, etwas zu reformieren, also etwas umzugestalten eigentlich, etwas neu zu gestalten. Das Problem ist, dass viele Leute, die sich dann mit der Reformation beschäftigen und sagen, ja gut, die haben halt versucht, das damals neu zu gestalten, die Reformatoren wollten die römisch-katholische Kirche reformieren, sie wollten sie umgestalten, sie wollten sie ein bisschen neu ausrichten, bis dann die Reformatoren wahrscheinlich früher oder später mal erkannt haben, ja, warte mal Jungs, das geht ja gar nicht. Wenn das der Sitz des Antichristen ist, den kann man ja nicht reformieren. Ich kann ja nicht probieren, Satan zu überzeugen, um auf einmal wieder zu Gott zu finden. Das geht ja gar nicht. Was ich machen kann, das ist, ich kann da rauskommen. Ich kann dem Wort Gottes gehorchen und ich kann sagen, wenn Gott mir sagt in Offenbarung 18, Vers 4, kommt raus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und an ihren Plagen, dann kann ich das tun, aber reformieren kann ich das nicht. Einer, der das mal ziemlich gut erkannt hat, dass man das eigentlich gar nicht reformieren kann, das ist Henry Gretton Guinness. Den kennt ihr vielleicht auch von den Uploads auf meinem Kanal. Tom Fress hat sich die Mühe gemacht, das Buch selbst zweimal online zu lesen und die zweite Online-Lesung lade ich gerade hoch. Im Augenblick habe ich 7 oder 8 Teile davon hochgeladen. Von Romanism and the Reformation, ein Buch, was er 1887 geschrieben hat, also Henry Gretton Guinness, nicht Tom Fress, so alt ist er nicht. Und ich hatte gestern mit Tom noch drüber gesprochen, wir haben jeden Samstagabend so 2 Stunden Bibelstudie, 2, 3 Stunden, und wir hatten dann nochmal drüber gesprochen und wir sind beide der Überzeugung, dass neben der Bibel Romanism and the Reformation das wichtigste Buch ist, das jemand lesen sollte, der sich mit Protestantismus beschäftigt. Und wir sind auch übereinstimmend darauf gekommen, dass wir sagen, ja, eigentlich geht es gar nicht um Protestantismus, eigentlich geht es gar nicht um Reformation. Eigentlich geht es darum, was Henry Gretton Guinness damals gesagt hat. Und Henry Gretton Guinness hat gesagt, dass die Reformation eigentlich die Zurückkehr zum biblischen Christentum ist. Zu dem, bevor in den verschiedenen Kirchen damals der Abfall eingefallen ist, als die Leute noch wirklich das Wort Jesu gepredigt haben und wirklich die Wahrheit der Bibel, wie sie bis zu dem Zeitpunkt bestand. Das war ja hauptsächlich das Alte Testament, weil das Neue Testament ist ja erst im Laufe der 60er Jahre oder sowas geschrieben gewesen. Und die Leute, als sie rausgingen, Paul, Peter und wie sie alle, Petrus und wie sie alle hießen, die damals dann die Welt evangelisiert haben, die das Königreich Jesu verkündet haben, außerhalb der Jurisdiktion von dem Judenstaat, Judäa, wie man das damals nannte, oder was man heute da Israel nennt, da habe ich ja genug über ausgeweitet, da fange ich nie wieder mit an. Als die da rausgingen und halt, wie Jesus ihnen befohlen hat, das Evangelium zu verkündigen an jede Kreatur unter Gottes Sonne, da haben sie das wahre Wort Gottes gepredigt. Und das ist im Grunde auch, was die Reformation ist. Eine Zurückkehr zu dem wahren Wort Gottes, ohne irgendwelche anderen Indoktrinationen dabei zu berücksichtigen, ohne irgendwelche weltlichen Lehren oder was auch immer dabei zu berücksichtigen, ohne irgendwelche Kompromisse einzugehen. Deswegen heißt es ja so schön auch, die Bibel und die Bibel alleine. Sola Scriptura, nur das Wort Gottes ist wichtig. Nichts anderes zählt. Nichts anderes zählt für die Art und Weise, wie wir hier auf dieser Erde leben sollten, und nichts anderes zählt für unsere Erlösung. Das Wort Gottes. Also die Reformation ist im Grunde eine Zurückkehr an die an das biblische Christentum, wie es in den ersten paar Jahren nach dem
Tod von Jesus Christus am Kreuz existiert hat. Also ob man sich jetzt einen Reformator nennt oder einen Protestant nennt oder was auch immer, ein biblischer Christ ist immer dazu verpflichtet, die Wahrheit zu verkünden und die Lüge aufzudecken. Und genau das tue ich auch mit diesem Papier. Die Lüge des Antichristen. Sicher die Lüge des zukünftigen Antichristen, über die wir ja deutlich genug gesprochen haben. Und wenn nicht, ja, dann werde ich da vielleicht nochmal irgendwann ein Video drüber machen, aber ich dachte, dass Daniel 9, 24 bis 27 jetzt ziemlich deutlich erklärt wurde, wo der Unterschied liegt und wo natürlich dann eben auch der Fehler all der Menschen liegt, die damals sich halt Reformatoren nannten oder all der Menschen, die sich heutzutage Protestanten nennen, wo sie gar nicht mehr wissen, was sie protestieren sollen, weil sie protestieren den Antichristen nicht mehr. Sie wissen hauptsächlich gar nicht mehr, wer der Antichrist ist. Und das ist eben deutlich genug in der Bibel beschrieben. Das ist beschrieben im Buch von Daniel, das ist beschrieben in dem Evangelium von Paul, das ist beschrieben in Paulus seinen Studien, als er in die verschiedenen Kirchen reinging. Und das ist beschrieben natürlich auch in der Offenbarung von Johannes, der Offenbarung von Jesus Christus, die Johannes offenbart wurde im letzten Buch der Bibel. Da geht es drum. Ich muss den Leuten erklären, wer ihr Feind ist. Ich muss ihnen erklären, wer ihren Tod will und ihnen Schlechtes will. Weil sonst laufen sie wie Hühner mit abgeschlagenen Köpfen rum und finden das alles nicht. Und ja, so ist das nun mal leider in dieser Welt. So viele Falschlehren und die Leute werden immer davon abgebracht, zur wirklichen Studie zurückzukommen. Das ist und bleibt das Wort Gottes, das unverfälschte Wort Gottes. Deswegen nenne ich mich eigentlich auch weniger einen Protestanten, ich nenne mich eher ein Zeuge der Wahrheit. Und die Wahrheit ist die Bibel, das Wort Gottes. Ich bin ein Zeuge des Wortes Gottes. Nee, ich bin kein Zeuge von Jehova. Nee. In die Schublade lasse ich mich nicht drängen. Aber ich bin hier, um Zeugnis abzulegen für das Wort, das Gott gesprochen hat, in seinem unverfälschten, reinen Wort. Die König-James-Bibel, wie ich oft genug ja schon angeholt habe. Oder welche andere Bibel auch immer ihr dafür nehmen wollt. Wie gesagt, ich bin da nicht dogmatisch über. Es lässt mich mehr oder weniger ziemlich kalt, welche Bibel man liest, solange man das richtige Verständnis davon bekommt. Nur ich bin ziemlich sicher, dass wenn man das falsche Wort Gottes liest, es nicht so leicht ist, den Heiligen Geist reinzubekommen, dass der zu einem spricht und einem die Bibel eben auch erklärt, weil nur das wahre Wort Gottes erklärt sich wirklich von A bis Z, wirklich selber. Aber gut, wir sind jetzt inzwischen schon im dritten Teil von Luther 2017 angekommen. Hatte auch nie gedacht, dass das mal so lange dauern würde. Und wir sind immer noch in dem Abschnitt die ökumenische Bewegung, die also in Gang gesetzt wurde nach Vatikan II, also dem Zweiten Vatikanischen Konzil zwischen 1962 und 1965. Das war der Beginn der ökumenischen Bewegung. Das war im Grunde nichts anderes, wenn man es wirklich mal auf den Punkt bringt, als ein Ultimatum, das die römisch-katholische Kirche damals den Protestanten gesetzt hat. Ein Ultimatum von kommt zurück zu Mama, come back to Mama, kommt zurück zur Mutterkirche oder. Ja, was ist jetzt das oder? Wie füllen wir das denn ein? Das oder, das werden wir noch sehen im Laufe der nächsten Monate und zwar ganz deutlich. Weil ihr glaubt doch wohl nicht, dass das ein Zufall ist, dass vom 30. November 2015 bis zum 8. Dezember 2016 der jesuitische Papst Franziskus I. ein Jubiläumsjahr ausgesprochen hat, also ein Jubiläumsjahr, 50 Jahre nach dem Abschluss von Vatikan II. Das soll Zufall sein? Ich glaube es nicht. Wenn man dann berücksichtigt, dass wir bereits die Verträge haben von 1999, den katholischen Lutheranen Vertrag über die Doktrin der Justification da, weiß ich jetzt nicht, wie das im Deutschen heißt, habe ich ja letztes Mal die Bilder auch mit eingearbeitet, habe ich ja drüber erzählt, und dass 2004 die Methodisten sich dem auch angeschlossen haben, und dann hatten wir das Meeting 1986 in Assisi und 96 in Assisi, wo der Papst sich mit allen verschiedenen religiösen Leitern über die ganze Welt getroffen hat und sie alle mal übereinstimmen, ja, wir sind alles Gottes Kinder, wir glauben alle an Gott, und das ist alles ganz wunderbar. Wenn die sich alle zusammentun, da müsst ihr mal drauf achten, die einzigen, die da überhaupt nicht vertreten sind, das sind bibelgläubige Christen. Und wie kommt das? Na, erstens sind die da nicht willkommen und zweitens sind die ja auch gar nicht organisiert.
können sich auch nicht organisieren. Jesus hatte schon gesagt, wo immer zwei oder drei von euch zusammen sind, in deren Mitte werde ich verweilen. Das ist Kirche, oder wie es im Griechischen heißt, Ekklesia. Das ist die Kirche, die Gemeinschaft von heute. Wenn die Gemeinschaft größer wird, dann haben wir ja bereits in den ersten paar Jahrhunderten gesehen, was davon kommt, nämlich Abfall. So, aber jetzt höre ich mal langsam auf und lese eben weiter in dem Abschnitt hier am Ende der Seite 9 über die ökumenische Bewegung. Der ehemalige Papst Benedikt der 16., ne, der wunderbare deutsche Papst, der bevor er Papst wurde, Vorsitzende war der Glaubenskongregation oder so wie es eigentlich heißen sollte, der Inquisition, setzte diese Arbeit, also unter anderem durch die ökumenische Bewegung, fort, alle Weltreligionen unter einer Dachorganisation zu sammeln, so dass die getrennten Brüder, wie es heißt, der katholischen Kirche loyale Untertanen und eins mit derselben werden könnten. Ich gebe da jetzt keinen Kommentar drauf auf die, wie nennt er das hier, die getrennten Brüder, das habe ich in der letzten Sendung gemacht, da könnt ihr ja gern zurückgehen, falls ihr das verpasst habt. Um dies zu bewerkstelligen, wurden internationale Reglements sowohl auf politischem, religiösen und ökonomischem Gebiet aufgestellt. Diese internationalen Gesetze haben Geltungshoheit, Ohren auf, vor den nationalen Gesetzen und ergreifen auf diese Weise Besitz von Nationen und Völkern. Ich wiederhole den Satz nochmal, dass das gut einsinkt. Diese internationalen Gesetze haben Geltungshoheit vor den nationalen Gesetzen und ergreifen auf diese Weise Besitz von Nationen und Völkern. Das ein Punkt. Der andere Punkt ist, habe ich ja vorher schon erklärt, dass das Spirituelle immer Vorrang hat vor dem Weltlichen. Ja? Also, wenn der Papst mit den zwei Schlüsseln einerseits der Schlüssel für die weltliche Macht ist, er nennt sich ja König der Könige, ein Titel, der Jesus Christus zugehört, den er ihm ja weggenommen hat, oder besser gesagt, den er für sich missbraucht. Jesus lässt sich nichts wegnehmen, aber der Papst missbraucht den Titel für sich selbst, König der Könige. Damit sichert er sich die weltliche Macht über die Nation. Und daneben hat er eben die spirituelle Macht, wie er meint. Und die spirituelle, das hatten wir ja bereits in einem anderen Teil gelesen, ist immer über die weltliche Macht gestellt. Wenn wir jetzt lesen, dass diese Gesetze, diese internationalen Gesetze Geltungshoheit vor den nationalen Gesetzen haben, ja, da muss man doch nur mal eben ein bisschen durchdenken und muss sagen, also unsere nationalen Gesetze unterstehen sowieso schon mal den weltlichen Gesetzen der Kirche, mit anderen Worten dem kanonischen römisch-katholischen Recht. Und diese internationalen Gesetze, die gehen da nochmal drüber. Also werden die ja wohl auch im Einverständnis sein mit dem römisch-kanonischen Recht. Und genau so verhält sich das auch. Und damit werden wir alle katholisch, ohne es überhaupt zu merken. Durch die Gesetze wird uns das gemacht. Man darf nicht vergessen, römisch-kanonisches Recht hat Vorrang vor allen anderen Gesetzen des Landes. Und ein Land, das ein Konkordat mit dem Vatikan abgeschlossen hat, erkennt das kanonische Recht an. Es gibt eine Liste aller Länder, die ein bestehendes Konkordat mit dem Antichristen abgeschlossen haben, und den Link werde ich auch in der Beschreibungsbox dieses Videos verarbeiten. So könnt ihr das selber nachschauen. Und wie ich ja bereits angeholt hatte, ich glaube, das war in einer anderen Lesung, ich glaube, das war bei Rulers of Evil oder so, und ansonsten war es in einer von dieser, ich weiß es nicht mehr, der Konkordat, der 1933 am 20. Juli zwischen von Papen, dem stellvertretenden Reichskanzler unter Hitler, ein Malteserritter, und Eugenio Pacelli, dem späteren 1938 zum Papst Pius XII. Ernannten Nunzio in Deutschland war, der also die höchste kirchliche Macht hatte in Deutschland zu der Zeit, die haben ein Konkordat unterzeichnet am 20. Juli 1933, keine vier Monate nach Hitlers Machtergreifung. Da wurde erstmal sichergestellt, dass die Kirche tatsächlich diejenige ist, die in Deutschland irgendwas zu bestimmen hat. Das haben sie euch natürlich nie erzählt, so wie sie euch auch nicht erzählt haben, dass Hitler ein Katholik war, aber da gehe ich an anderen Sachen drauf ein, das muss ich ja hier jetzt nicht mehr groß ausbreiten. Jedenfalls bekanntermaßen, fährt der Artikel fort, steuern Gesetze eine Nation. Ja, das ist ja nun nichts Ungewöhnliches, das wissen wir ja. Aber hierzu ist es wichtig zu erkennen, dass wir wissen,
dass nach Behauptung der römisch-katholischen Kirche selber zu wissen, dass die römisch-katholische Kirche ein Staat ist. Okay? Auch hier gebe ich euch einen Link zu, das könnt ihr dann mal nachgucken. Und sie gründet in den Ländern, in denen sie vertreten ist, eine Schattenregierung durch bischöfliche Diözesen, also Bistümer. Der Bischof hält eine Position, die man mit der eines Ministerpräsidenten eines Bundeslandes vergleichen kann. Neben dem Erzbistum, wo dann ein paar zusammengefasst sind, gibt es das Bistum und die Struktur reicht bis hinunter in die Gemeinden, zum Priester. Das heißt, so wie wir politisch aufgestellt sind, wir haben den Gemeinderat einer Gemeinde, wir haben den Bürgermeister einer Gemeinde oder eines Dorfes oder einer kleinen Stadt oder einer größeren Stadt und dann haben wir einen Landtag und Ministerpräsidenten und da halt den ganzes Kabinett und alles drum und dran. Genauso ist die römisch-katholische Kirche auch aufgebaut. Vom Priester unten bis, wenn wir nach oben gehen, in der Struktur den Kardinal. Und ein Kardinal ist nach römisch-katholischem kanonischen Recht angesehen als ein Sohn des Papstes, der ja eigentlich keine Söhne haben kann, weil er sich ja zölibatisch verhält. Das heißt nicht, dass er sich vom Sex entsagt, das heißt nur, dass er nicht heiratet. Über den Sexskandal der römischen Kirche, da könnte ich ein eigenes Buch drüber schreiben, da fange ich jetzt sicher nicht drauf an reinzugehen. Aber der Kardinal wird halt angesehen als ein Sohn des Papstes. Und der Kardinal ist der höchste Vertreter der Holy See, des Heiligen Sees des Vatikan in dem jeweiligen Land. Und eben der Sohn des Papstes, das ist ein offizieller Titel. Und auch noch einen Nuncio. Daneben gibt es also auch noch einen Nuncio, einen Botschafter des Papstes im jeweiligen Land. Das war von 1917 bis ja, kurz vor 1938, als er dann Papst Pius XII. Wurde, eben Giovanni Pacelli. Oder, ja, Giovanni was, glaube ich. Eugenio Pacelli. Ohne die Zustimmung dieser Schattenregierung wird kein Politiker in ein Amt gesetzt. Diese Schattenregierung bestimmt, welche Gesetze erlassen werden müssen, nachdem sie ihre Vorschläge vom Papst hat absegnen lassen. Damit werden diese Gesetzesvorschläge zu kanonischem Recht, das über dem jeweiligen Zivilgesetz oder weltlichen Gesetz eben des Landes steht. Sollten jetzt Politiker meinen, sie könnten regieren ohne die Zustimmung ihres jeweiligen Vorgesetzten in der Schattenregierung, dann ist ihrem Amt ein kurzes Leben bestimmt. Und das habe ich ja in einem anderen Video schon mal gesagt. Dann fallen sie mal aus dem Flugzeug oder dann werden sie vergiftet oder sie werden erschossen oder sie ertrinken in der Badewanne oder sucht's euch aus. Die Jesuiten sind Meister im Anschläge führen auf diese Art und Weise. Also, bekanntermaßen steuern diese Gesetze ja eine Nation. Nur diese Entwicklung vollzieht sich heute überall gleichermaßen auf politischem, auf religiösem oder auch auf ökonomischem Gebiet. Auf ökonomischem Gebiet, habt ihr schon mal gehört von der Globalisierung? Was ist denn das eigentlich? Wenn ich Globalisierung mal in kurzen Worten zusammenfassen muss, dann ist es nichts anderes als die Monopolisierung sämtlicher Produktion auf globaler Ebene. Und ich habe damals, als ich noch Wirtschaft studiert habe, vor so vielen Jahren in einem anderen Leben, mal gelernt, dass es niemals gut ist, wenn es Monopole gibt. Weil der Verbraucher dann gar nichts mehr zu sagen hat. Und wie ist das heute? Wir haben jetzt dieses Gesetz vom TTIP oder TTPI oder wie das Ding da heißt, der Vertrag, den Nordamerika mit Europa abschließen will, diesen neuen Handelsvertrag, der unter anderem Monsanto Tür und Tor öffnet in der Europäischen Union, wo es bis jetzt noch verboten ist. Aber das ist ja auch immer, es ist alles nur Spielerei. Und eben so hoch geht das. Auf ökonomischem Gebiet, das ist ganz, ganz wichtig, da haben wir eben die Globalisierung. Wer glaubt ihr denn, wer hinter der Globalisierung steht? Wer glaubt ihr denn, sitzt in all diesen großen Betrieben da drin? Das sind alles Leute, die entweder katholisch oder jesuitisch ausgebildet wurden, die dem Papst hörig sind an erster Stelle. Das könnt ihr ja selbst mal nachsuchen, aber da werdet ihr an vielen Stellen eben genau auf eben diese Fakten stoßen. Dies ist eine schleichende Eroberung, die sich über viele Jahre leise und fast unbemerkt hinzieht.
Die Globalisierung hat in den 60er Jahren angefangen. Wir sind 50 Jahre später und schaut, wo wir heute stehen. Und hält auch noch, beinhaltet auch noch, dass über die Globalisierung und halt das immer größer werden einiger Betriebe die Mittelklasse ausstirbt. Und die Mittelklasse ist genau das, was uns die Reformation damals gebracht hat. Im dunklen Zeitalter gab es keine Mittelklasse. Da gab es nur Arbeiter und Bauern und es gab den Feudalismus. Also die Regierenden, die Blaublütigen, wie auch immer, die Höhergestellten. Aber es gab keine Mittelklasse. Die Mittelklasse war eine Entwicklung, die die Reformation vorgebracht hat. Dadurch, dass die Leute auf einmal frei waren von dem Joch von Rom. Die diesen internationalen Gesetzen, welche anschließend zu den Gesetzen des Staates und der Kirche werden, nicht loyal gegenüberstehen, werden schon bald als ungehorsame Bürger betrachtet werden. Schon bald? Ich bin ganz sicher ein ungehorsamer Bürger mit all dem, was ich hier so über meine Videos erzähle. Aber ich bin ein treuer und gehorsamer Bürger gegenüber dem Königreich meines Königs, Jesus Christus. Nicht gegenüber dem Antichristen. Diese ungehorsamen Bürger werden Nachteile erleiden. Sie werden gezüchtigt und bestraft werden. Der Machtmissbrauch des Papsttums wird wiederkehren, und zwar sichtlich wiederkehren. Jetzt seht ihr das vielleicht noch nicht, aber es wird sichtbar werden. Aber die große Überraschung ist, dass die, welche früher gegen den päpstlichen Machtmissbrauch protestierten, ja, Protestanten, die noch wussten, was sie als Protest nach vorne gebracht hatten, nun seine Mitarbeiter werden. Und das können wir sehr schön nachlesen in Offenbarung 13, Vers 11 bis 17. Und das werde ich eben mal aus der Schlachterbibel 1951 für euch vorlesen. Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tiers vor ihm. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen. Und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tiers den Geist gab, dass das Tiers Bild redete und machte, dass alle, welche nicht des Tiers Bild anbeteten, getötet wurden. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Dass niemand kaufen und verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers, denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666. Ende Zitat aus der Schlachterbibel. Nun, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, Offenbarung 13 hier vollständig zu erklären. Ich springe dann nur mal ganz kurz drüber. Das erste Tier, das Tier, das aus der See kam, ein See, wird in der Bibel erklärt, ist eine Menge von Nationen, Sprachen und Völkern, ist der Vatikan. Ein anderes Tier, das aufsteigt aus der Erde, ist eben das Gegenteil von der See, ist ein unbewohnter Fleck der Erde. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Es hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm, und redete wie ein Drache. Und dass Amerika redet wie ein Drache, das kann man daran sehen, dass letztes Jahr die Vereinigten Staaten von Amerika den Antichristen eingeladen haben, um vor einer versammelten Sitzung des Senats und des Kongresses, bitteschön, zu sprechen. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm aus, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeteten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Dass die tödliche Wunde heilt, sieht man an den ganzen Konkordaten, die der Vatikan seit 1929 mit den verschiedenen Ländern unterzeichnet hat. Und die USA sind ja der Polizist der Erde mit mehr
militärischen Basen verteilt über die verschiedenen Länder der Erde, als der Vatikan überhaupt vertreten ist. Ja? Und die sorgen eben dafür, dass sie mit militärischer Macht die Agenda des Vatikan durchsetzen. Und er verführt die auf Erden, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen von dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Was ist das Bild von dem Tier? Das ist meines Verständnisses nach die Vereinten Nationen, die ja auch von Katholiken, Malteserrittern hauptsächlich gegründet wurden. Und diese ja im Grunde die Weltregierung mehr oder weniger und dann übernimmt. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder ihre Stirn. Wenn ich mir ein Mahlzeichen gebe an meine rechte Hand, dann heißt das, dann ist das im Grunde, was meine Taten bestimmt. Und wenn ich ein Mahlzeichen nehme auf meiner Stirn, dann ist das, was mein Denken bestimmt. Also, das Mahlzeichen ist die Autorität der römisch-katholischen Kirche, dass ich entweder nach ihrer Weisung handle oder eben nach ihrer Weisung denke. Und wenn ich das nicht mache, dann heißt das eben, dass niemand mehr kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also, nur wenn ich mit der Agenda der römisch-katholischen Kirche übereinkomme, wenn ich damit einverstanden bin, wenn ich das praktiziere, dann kann ich noch kaufen und verkaufen. Und wir haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, über die Cashless Society, also die bargeldlose Gesellschaft, die auf uns zukommt. Solange wir Bargeld haben, sind wir noch ziemlich frei, auch dass das Geld im Grunde alles nichts taugt. Das ist ja eine ganz andere Diskussion. Das ist ja alles Fiat-Geld, da geht's gar nicht drum. Aber solange ich noch selber aus dem Geld oder für das Geld bestimmen kann, wofür ich es ausgebe und wie ich es bekommen kann, ist das ja in Ordnung. Aber wenn alles auf dem Chip ist und der Chip wird gesperrt, weil ich eben nicht einverstanden bin mit der Politik, die meine Regierung macht, weil die eben die Regierung des Antichristen ist und ich unterwerfe mich dem nicht, weil ich habe Jesus Christus als meinen König, ja, dann kann ich eben nicht mehr kaufen und verkaufen. Ja, dann kann ich auch nicht mehr essen und trinken. Dann kann ich nicht mehr überleben. Kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir werden alle darunter leiden, wenn wir Jesus Christus folgen. Aber er hat am meisten gelitten für uns. Da müssen wir uns immer drüber bewusst sein. All dies, fährt der Artikel fort, wird in der Bibel denen offenbart, die diesem Wort Glauben schenken. Und dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, der heißt, Rom verändert sich nicht. Rom bleibt Rom. Ist es für euch nun nachvollziehbar, dass die Protestanten heute ihre Hand nach Rom ausstrecken, um mit Rom zusammenzuarbeiten? Es ist doch deutlich, dass die Protestanten vergessen haben, dass Rom Andersgläubige zu Luthers Zeiten verfolgt hat. Und nicht nur zu Luthers Zeiten, sondern davor, seit dem ersten Jahrhundert, bis heute hin. Wie vorher bereits beschrieben, wurden viele ihres Glaubens wegen gefangen genommen, gepeinigt und gefoltert. Kennen wir nicht die Geschichte und unsere Bibel, ist es uns demzufolge auch unmöglich, das vor uns Liegende zu verstehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Geschichte wiederholt sich. Aber wenn ich die Geschichte nicht kenne, dann ist für mich alles neu. Und dann weiß ich da auch nicht mit umzugehen. Denn Rom hat sich nicht geändert und die Geschichte wiederholt sich. Das römisch-katholische System zeigt sich heute als ein Wolf im Schafsfell. Es operiert mit einem weißen und mit einem schwarzen Papst. Papa Nero. Während der weiße Papst die Menschen mit all seiner Pracht und seinem Reichtum bezaubert, arbeitet der andere Papst, der Leiter der Jesuiten oder des Ordens der Gesellschaft Jesu, heimlich im Verborgenen. Der ist im Augenblick noch Adolfo Nicolas, der aber bereits letztes Jahr angekündigt hat, dieses Jahr zurückzutreten. Was auch erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Jesuiten passiert, 2008 ist Peter Hans Kolvenbach, so gesagt, zurückgetreten und hat Platz gemacht für Adolfo Nicolas. Komischerweise ist dann 2013 Papst Benedikt zurückgetreten, auch erst das zweite Mal in der römisch-katholischen Kirche, dass ein Papst lebend aus dem Amt ausgeschieden ist und hat Platz gemacht für den ersten Jesuiten, nämlich Jorge Mario Bergoglio, besser bekannt als Papst Franziskus I. Ihr seht,
dass deren Agenda auch in eine Stromverschnellung geht, dass das immer schneller und immer heftiger wird, ihre Agenda. Weil wie es in der Bibel geschrieben steht, da sollten wir uns ja gar nicht nachwundern, Satan weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Diese Jesuiten sind die ausgebildeten Soldaten des Vatikans. Ja, da muss man gar nicht drüber lachen. Soldaten, das ist doch ein katholischer Orden. Ja, ein katholischer Orden, der mit der Bulle Regimini Militantis Ecclesiae, die Kirche im Krieg oder der kirchliche Krieger, durch Papst Leo III. 1540 gegründet wurde. Die Jesuiten waren von Anfang an ein militärischer Orden. Aufgrund des Jesuiteneides, der ja schon öfter angesprochen wurde von mir, der bei Amtsantritt geleistet wird, sind sie befugt, Kriege anzuzetteln und Regierungen niederzustürzen, so dass das neue Regime nach ihrem Willen geformt werden kann. Wie oft hörte ich in den Nachrichten von Regime Change, das Regime ist gefallen und das Regime muss weg und so weiter und so weiter. Warum? Weil es nicht in die Agenda des Antichristen passt. Also macht man einen Regime Change, eine Regimeveränderung. Um das Ziel zu erreichen, andere Kirchengemeinschaften zu infiltrieren, werden sie dazu aufgefordert, ein Lutheraner unter Lutheranern, ein Baptist unter Baptisten, ein Pfingstler unter Pfingstlern, ein Adventist unter Adventisten und ein Jude unter Juden zu sein und so weiter. Ihre hervorragende mehrjährige Ausbildung, und da habe ich mal in Englisch ein interessantes Video drüber gemacht, auf Basis eines Jesuitenschreiblings hier aus Löwen in Belgien, der das erklärt hat, wie die 20 Jahre Ausbildung zum vollen Jesuiten wirklich abläuft. Das werde ich vielleicht mal irgendwann in Deutsch hier und da ein bisschen übersetzen, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf rein. Ihre hervorragende mehrjährige Ausbildung ermöglicht es ihnen, hohe Positionen in einer solchen Kirchengemeinschaft einzunehmen und dort von dieser leitenden Position aus zu empfehlen, an der ökumenischen Bewegung teilzunehmen. Und mal eben über die Sieben-Tags-Adventisten, die ja immer so schön meinen, dass sie nicht infiltriert sind oder was, der Vorsitzende der General Congregation, der Generalkongregation der Sieben-Tags-Adventisten, der Vorsitzende davon, seit Jahren schon, und das ist bekannt, ist Jesuiten trainiert. Ja? Jesuiten verhalten sich absolut loyal dem Papst gegenüber. Offiziell. Aber sie schwören ihre höchste Allianz ihrem General. Und wie wir in Herrscher des Bösen noch lernen werden, da komme ich noch drauf hin, glaube ich, und ansonsten müsst ihr mal nachschauen, ob ich das vielleicht schon erwähnt habe, sind die Jesuiten auch dazu verpflichtet und schwören sie, auch den schwarzen Papst, Papa Nero, den General der Gesellschaft Jesus, als Vicarius Filii Dei, als den Stellvertreter Christus auf Erden, so wie den weißen Papst, zu akzeptieren. Sie halten sich absolut loyal dem Papst gegenüber, offiziell, aber ihre höchste Allianz schwören sie ihrem General und sind befugt, bei Notwendigkeit die Schärfe eines Messers, die Durchschlagskraft einer Bleikugel oder sonst irgendein Mittel zu verwenden, um ihr Ziel zu erreichen. Das Motto der Jesuiten, das Motto der militärischen Kirche ist: Der Zweck heiligt die Mittel. Ich darf alle Mittel gebrauchen, alle, um schließlich dafür zu sorgen, dass am Ende die römisch-katholische Kirche als Gewinner davor herauskommt. Mentale Reservation, wenn ich irgendwelche Eide leide, Lug, Betrug, Mord, Völkermord, Krieg, jedes Mittel ist recht. Der Zweck heiligt die Mittel. Könnt ihr ja gerne nachlesen. Der Jesuiteneid, das ist der Treueeid, der bei Amtsantritt vor dem Papst abgelegt wird, macht dies mehr als deutlich. Da habe ich ja schon öfter mal darauf hingewiesen und wie gesagt, ich werde in der Zukunft, habe ich mir vorgenommen, diesen ins Deutsche zu übersetzen und mal den ganzen Eid den Leuten bekannt zu machen. In Deutsch.
Die meisten Protestanten jedoch verschließen die Augen vor der klugen Strategie, derer sich Rom bedient, um seine Einheitsbestrebungen in der religiösen Welt erfolgreich umzusetzen. Und sicher diesen Menschen rate ich an, meine Zusammenfassung des Buches Herrscher des Bösen, Rulers of Evil, sich mal anzuschauen. Da kann man wirklich eine ganze Menge von lernen. Das nächste Kapitel heißt das Jubiläum. Ja, habe ich ja vorher schon mal kurz angesprochen. 500 Jahre nach der Reformation, 50 Jahre jetzt das Jubiläumsjahr nach Vatikan II. Wird das 500-jährige Jubiläum der Reformation und Martin Luther gefeiert, sollte man annehmen, dass der Reformationsgeist neu belebt und die Menschen an den Protest gegen die katholische Kirche erinnert werden. Man sollte das annehmen, man sollte das hoffen. Ein bibeltreuer Christ sollte dafür beten, dass diese alte, vergessene Kultur in Deutschland, die des Protestantismus, wiederbelebt wird. Spätestens zum 500. Jahrestag der Reformation. Tatsächlich aber ist der Grundgedanke des Protestantismus heute fast völlig vergessen. Möglicherweise wird verlautbart werden, dass zu Luthers Zeiten einige Personen mit dem damaligen System unzufrieden waren und die Reformation eine Folge von Missverständnissen, Bitterkeit und Bagatellfragen war. Nun, heutzutage sind wir ja zivilisiert. Nun sei eine neue Epoche angebrochen. Alles habe sich verändert. Aber man darf nicht vergessen, dass Rom sich nie verändert. Man wolle keinen Streit, sondern Einheit. Kompromisse. Sowohl katholische als auch protestantische Kirchenleiter werden Einheit anstelle von Konfrontation propagieren. Das tun sie seit dem Beginn der ökumenischen Bewegung Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965. Und vielerorts werden protestantische Gemeindeleiter zusammen mit katholischen Gemeindeleitern ökumenische Versammlungen abhalten und Luther feiern. Ganz in Harmonie mit dem jesuitischen Papst Franziskus. Die Bibel, die dieses Szenario beschreibt, es ist nichts Neues unter der Sonne, die Bibel beschreibt das bereits, offenbart auch, dass diese Kräfte gegen Christus und diejenigen streiten, die treu auf Jesu Seite stehen. Dazu lesen wir in Offenbarung 17 zwischen den Versen 12 und 14. Zitat: Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie eine Zeitmacht empfangen mit dem Tier. Die haben eine Meinung mit dem Tier und werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier. Diese werden streiten mit dem Lamm und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige und mit ihm die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Ende Zitat. Diese 10 Hörner, jetzt sagt ihr von, ja, wo gibt's das denn? Wo ist denn die Welt in 10 Königreiche aufgeteilt? Da verweise ich mal eben auf eure eigene Nachforschung. Schaut euch mal den Club of Rome an, den Club von Rom. 1973 oder 76 leckte da ein Papier, wie die Erde aufgeteilt ist in 10 verschiedene Regionen. Und diese Regionen nennt der Club von Rom selbst Königreiche. Königreiche! Die gibt's schon! Die Könige sind noch nicht eingesetzt, aber die Königreiche, die gibt's. Die ökumenische Bewegung versammelt sowohl Katholiken als auch Protestanten an einem gemeinsamen Tisch. Noch einmal, Einheit kann es nicht auf der Grundlage von Mehrheitsbeschlüssen und religiösem Kuhhandel geben. Jesus sagt, Zitat, ich bitte aber nicht allein für sie, dass auf sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf das die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und das klingt in Johannes 17, Vers 20 bis 21 aus der Schlachter 1951 so. Zitat: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien,
auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Ende Zitat. Nicht irgendeine Einheit ist das Ziel Jesu, sondern die Einheit in ihm selbst, in Christus. Lebte Martin Luther heute und sähe, wie die Reformation heute gedacht würde, stünden sowohl Katholiken als auch abgefallene Protestanten stark in seiner Kritik. Das ist noch sehr harmlos ausgedrückt. Der würde aus seinem Grab springen und uns steinigen. Dieses Flirten mit Rom zeugt von einem Protestantismus, der seinen Auftrag vergessen hat und seine Geschichte verleugnet. Dieses Flirten mit Rom ist Hurerei und Unzucht. Und Rom ist die Hure Babylons, die Mutter aller Lügen, die Mutter aller Unzucht. Und ihre Töchter kommen alle wieder unter ihre Fittiche, dank der ökumenischen Bewegung. In aller Öffentlichkeit geht das Bibelwort in Erfüllung, wie wir lesen in Offenbarung 13, Vers 3, 4 und in Offenbarung 18, Vers 23. Ich zitiere aus der Schlachterbibel. Und ich sah seine Häupter eines, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wunde ward heil. Und der ganze Erdboden verwundete sich des Tieres, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kriegen? Und das Licht der Leuchte soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, denn durch deine Zauberei sind verführt worden alle Heiden. Ende Zitat. Das Papsttum besitzt eine solche Zaubermacht, eine solch kluge Strategie, dass für die meisten nicht durchschaubar ist, welche Position Rom eigentlich einnimmt. Und vor allen Dingen schafft sie es, die Leute dermaßen zu behumsen, dass sie nicht mal begreifen, dass der arme Papst, der ja kein Geld hat, die arme römische katholische Kirche, in erster Stelle eine weltliche, eine zivile Macht ist. Das haben sie sehr gut gespielt, durch sich den Mantel des Christentums überzuhängen und sich darunter wie Wölfe im Schafspelz zu verbergen. Herrschen erst Einigkeit und Konsens betreffs internationaler Strategie und Gesetzgebung, wird erneut Verfolgung aufflammen, ebenso wie einst Luther, Hieronymus, Wycliffe, Huss, Zwingli und viele Millionen Andersdenkender verfolgt wurden. Roms trügerische Lehre und Strategie werden dann offensichtlich sein. Aber dann ist es zu spät. Und deswegen mache ich ja diese ganzen Videos und diese ganzen Lesungen, um die Leute vorher zu warnen. Wenn ihr Englisch könnt, dann schaut euch mal auf dem YouTube-Kanal von First Amendment Radio die Abspielliste an, Rome and Civil Liberty, also Rom und die zivile Freiheit, oder ja, die zivile Freiheit kann man das wohl übersetzen. Eine Lesung von einem Buch von James Aitken Wiley, der das geschrieben hat in der Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts und damit versucht hat, die Engländer, die damals in dieselbe Falle liefen, zu warnen. Und die Amerikaner sind in dieselbe Falle gelaufen und haben den Katholizismus wieder zugelassen. Und James Aitken Wiley hat da in den 1850er Jahren deutlich vorgewarnt in seinem Buch Rome and Civil Liberty. Also wenn ihr Englisch könnt, ich kann euch das wirklich nur ganz warm ans Herz legen, sich das mal durchzulesen. Abgesehen natürlich von Henry Grattan Guinness und seinem Romanism and the Reformation Buch. Nun stellen wir uns mal die Frage, hat die römisch-katholische Kirche sich verändert? 500 Jahre nach Luther stellt sich die Frage, hat sich die katholische Kirche verändert? Diese Frage muss verneint werden,
weil der Vatikan an seinen unbiblischen Lehren und Traditionen festhält. Lass uns mal kurz einige von ihnen betrachten. Erstens. Die katholische Kirche glaubt, dass der Papst der Stellvertreter Christi auf Erden ist. Die Bibel dagegen sagt, dass Jesus den Heiligen Geist an seiner Stelle senden würde. Das können wir nachlesen in Johannes Kapitel 14, Vers 16 und 17. Zitat: Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ende Zitat. Das Papsttum lehrt, Petrus sei der erste Papst. Jedoch konnte der fehlbare Petrus unmöglich Christi Stellvertreter sein. Jesus sagte: Du bist Petrus, aus dem Griechischen Petros, und auf diesen Felsen, Griechisch Petra, will ich meine Gemeinde bauen. Wie wir nachlesen können in Matthäus, Kapitel 16, Vers 15 bis 18. Zitat: Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ende Zitat. Die griechische Bedeutung des Namens Petrus oder Petros ist kleiner Stein, Pebble im Englischen, Steinchen oder Rollstein. Petra dagegen bedeutet Felsen. Es ist Christus der Fels, auf dem die Gemeinde Gottes steht, nicht auf einem fehlbaren Menschen, wie sie die Päpste zu allen Zeiten immer gewesen sind. Nun, hier muss ich auch noch mal eine kleine Bemerkung angeben. Wenn der Papst behauptet, er ist Petrus Nachfolger, im Englischen Peter, ja, dann lese ich euch gerne mal vor, welchen Petrus oder Peter die Päpste wirklich meinen. Denkt an die mentalen Reservationen, die mentalen Vorbehalte. Wenn sie sagen, sie sind die Nachfolger von Petrus. Hierzu muss ich in das Buch Herrscher des Bösen gehen, in das Kapitel 25, das letzte des Buches. Und Entschuldigung, so weit bin ich noch nicht mit meiner deutschen Übersetzung, dann nehme ich das jetzt halt mal hier in dieser Lesung vorweg. Dort lesen wir: Ja, die Päpste erklären ehrlich, dass Peter ihre Grundlage ist, wenn sie gedankliche Vorbehalte dahingegen anführen, indem das hebräische Wort Jir, ausgesprochen Peter bedeutet. Erstgeburt, was natürlich das primäre Attribut des Kain als Erstgeborener von Eva ist. Also, die römisch-katholische Kirche baut ihre geheime Doktrin darauf auf, dass sie aufgrund von Kain die Nachfolger sind. Und sie tragen das Zeichen des Kain, weil Kain ist der Erstgeborene und diese Erstgeburt heißt Peter. Aus dem Hebräischen Peter heruntergenommen. Deswegen können sie ganz ehrlich zu allen sagen: Ja, wir bauen das auf Peter aus. Das Problem ist nur, dass sie uns nicht sagen, welchen Petrus sie im Grunde wirklich meinen. Paulus schreibt über Israels Volk in der Wüste: Und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Sie tranken aber vom geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4. Jesus ist der Felsen, Petrus das kleine Steinchen. Die Gemeinde Jesu steht fest auf dem Felsen, welcher Jesus ist. Und abschließend zu der Petrus-Geschichte auch nochmal: Es gibt keinerlei, absolut keinerlei Hinweis, weder in der Bibel noch außerhalb der Bibel,
dass Petrus jemals in Rom war. Da Paulus in Rom war und dort gelehrt hat und ihn auch niemals erwähnt hat, können wir davon ausgehen, dass Peter sicher nicht der erste Papst war. Okay, wir wollen gerne einige dieser Punkte der unbiblischen Lehren und Traditionen uns anschauen und kommen zu Punkt 2. Die katholische Kirche lehrt, dass, während der Priester die runde Oblate im Rahmen des Abendmahls hochhält, dieses Brot buchstäblich in Christi Leib verwandelt wird. Nicht nur in den Leib, sondern in den Leib, das Blut, die Seele und die ganze Göttlichkeit von Jesus Christus. Der römisch-katholische Priester spricht 7 lateinische Worte, mit denen er Jesus Christus befiehlt, von seinem Thron im Himmel herabzusteigen, wo er neben dem Vater auf dem Thron im Himmel im Augenblick sitzt, und hinunterzukommen in diese Oblate. Und die römisch-katholische Kirche lehrt, in dem Augenblick wird diese Oblate der Leib, das Blut, die Seele und die ganze Göttlichkeit Jesus Christus. Man nennt das Transsubstantiation. Das ist das deutsche Wort für Transubstantiation, ist aber dasselbe im Deutschen. Transsubstantiation. Schaut euch das mal nach. Und die römisch-katholische Kirche lehrt, seit dem Konzil von Trent, wer das nicht glaubt, der ist verflucht. Und ein Heretiker. Wenn du in die römisch-katholische Kirche gehst, dieses Abendmahl empfängst und nicht mit deinem ganzen Glauben dahinter stehst, dass das Stück, was du jetzt isst, tatsächlich Jesus Christus ist, sein Leib, sein Blut, seine Seele, die ganze Göttlichkeit, dann bist du verflucht. Jesus wird wieder und wieder und wieder und wieder geopfert. In diesem Abendmahl. War das seine Idee? Nein, weil Christus sagte, als er am Kreuz den Geist aufgab, es ist vollbracht. Ein Opfer, nicht wieder und wieder und wieder. Abgesehen davon, dass die uns auf diese Art und Weise sogar zu Kannibalen machen. Auf diese Weise soll jedes Mal der Leib Jesu gegessen oder aufs Neue geopfert werden, wenn das Brot in Verbindung mit dem Abendmahl verzehrt wird. Das ist halt die Eucharistie. Es wird gelehrt, dass der Priester den Schöpfer erst erschafft, wie ich gleich ja schon eben erwähnt hatte, um ihn gleich danach wieder verzehren zu lassen. Als Jesus das Abendmahl einsetzte, dankte er. Er brach das Brot und sprach, Zitat, dankte und brach's und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis, wie wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 24 lesen können. Wenn die Gemeinde das Brot ist, soll dies daran erinnern, dass Jesus sein Leben für uns am Kreuz auf Golgatha gab und er sein Blut für uns vergoss. Darüber hinaus lehrt die Bibel, dass Jesus einmal für uns alle geopfert wurde. Das lesen wir in Hebräer 7, 27, Zitat, dem nicht täglich Not wäre, wie jenen Hohepriestern, zuerst für eigene Sünden Opfer zu tun, danach für das Volkes Sünden. Denn das hat er getan, einmal, da er sich selbst opferte. Ende Zitat. Es ist eine Verhöhnung, in 9, 28, Entschuldigung, also das war Hebräer 7, 27 und jetzt nochmal Hebräer 9, Kapitel 9, Vers 29, Zitat, also ist auch Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er ohne Sünde erscheinen, denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Ende Zitat. Es ist eine Verhöhnung Jesu und seines Opfers, ihn erneut um unseretwillen zu opfern. Jedes Mal, wenn man das Brot isst und aus dem Kelch trinkt, wie es beim katholischen Abendmahl geschieht. Die katholische Kirche akzeptiert nicht, sie akzeptiert nicht und sie lehrt nicht, dass das einmalige Opfer Jesu für unsere Erlösung ausreicht. Drittens,
Die katholische Kirche hat das zweite Gebot aus ihrem Katechismus entfernt, welches besagt, dass keine Bilder oder Statuen angebetet werden sollen, wie wir nachlesen im zweiten Buch Mose, Vers 4 bis 6, also Exodus, wie das auch heißt. Zitat: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Gott, dein Gott, bin ein eifriger, ein eifersüchtiger Gott, der da Heimsuch der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen, und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Ende Zitat. In der katholischen Kirche ist die Anbetung von Statuen der Jungfrau Maria und anderer Heiligen an der Tagesordnung. Und es wird geglaubt, dass es Maria war, die sich in Fatima und an anderen Orten der Erde offenbart hat. Da aber Maria schon seit 2000 Jahren verstorben ist, ist es sicher ein anderer Geist, der sich als Jungfrau Maria zeigte. Und das kann man natürlich auch ganz deutlich in der Bibel belegen, wo drin steht, dass die Toten schlafen. Und wenn Maria schläft, dann hört sie keine Gebete. Und dann kann sie auch keine Gebete erfüllen. In dem Buch, das ich in Englisch vorlese im Augenblick, von Ralph Woodrow, Babylon Mystery Religion, wird mal aufgeführt, wie oft pro Sekunde Gebete auf dieser Welt an Maria gesendet werden. Ich glaube, das waren über 60.000 oder sowas. Ich habe jetzt auch keine Lust, da viel tiefer drauf einzugehen. Die ganze Maria-Anbetung ist absoluter Quatsch und absolute Häresie gegenüber der Bibel, gegenüber dem Wort Gottes. Jesus Christus hat nicht ein einziges Mal in der Bibel Maria als seine Mutter erwähnt. Als er mit seinen Jüngern und einer Volkesmenge zusammensaß, vor der er gelehrt hat, da kam von hinten einer seiner Jünger an und sagte von: Ey, Jesus, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind hier und sie wollen zu dir kommen. Und was hat Jesus ihnen geantwortet? Wer sind meine Brüder, meine Schwestern und meine Mutter? Jeder, der hier sitzt und der glaubt, was ich ihm sage, und der glaubt, dass ich von Gott gesendet bin, und der glaubt an den Vater, die sind meine Brüder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus hat nicht einmal in der Bibel seine leibliche Mutter Maria als Mutter erkannt. Und wenn ihr wisst, dass die römisch-katholische Kirche da genau das Gegenteil von macht, dass sie sogar die Mutter über den Sohn erhebt, da werden wir, glaube ich, später auch nochmal drauf reinkommen, dann begreift ihr auch, warum Jesus das nicht getan hat. Er hat Falschlehre keinen Vortrieb gegeben. Im Gegenteil. Er hat seine Mutter nicht mal als seine Mutter erkannt. Und das ist auch ganz normal. Weil an anderer Stelle in der Bibel hat Jesus gesagt, wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter oder sonstige Verwandten oder Freunde mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Spielt keine Rolle, wer dein Vater und deine Mutter ist. Natürlich sollst du deinen Vater und deine Mutter ehren, das sage ich nicht. Aber du sollst sie nicht erheben und schon gar nicht auf göttlichen Status. Hier, auf dieser Erde. Denn es gibt nur einen Vater und der ist im Himmel. Punkt 4 und die nächsten Punkte werde ich dann in einer wohl vierten Lesung besprechen. Das passt ja. Punkt 4, vierte Lesung. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so lange darum brauche, um da durchzukommen. Aber auf der anderen Seite finde ich das eine sehr wichtige Lesung. Und ich finde das eine sehr wichtige Nachricht, die ich euch hiermit sende. Und ich hoffe inständig und bete dafür, dass die Dinge, die ich mit dieser Arbeit auf meinem YouTube-Kanal mache, dafür sorgen werden, dass hier und da wieder mal irgendwo eine Saat des Protestantismus gesät wird und dass Leute zu dem Wort Gottes zurückfinden und sich bewusst davon werden, wer der Antichrist ist, und den Antichristen und das System entblößen. Mehr können wir nicht tun. Wir können nur das Wort Gottes gebrauchen. Das ist unser Schwert. Kein materielles Schwert, sondern das Wort Gottes ist das zweischneidige Schwert, gegen das niemand bestehen kann. Denn die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und sie ist unveränderlich und sie ist wahr und sie ist gut. Gegenüber der Lüge, die böse und schlecht ist. An euch die Wahl, ob ihr dem Antichristen Gehör schenkt und damit Antichristen wählt
oder ob ihr der Wahrheit Gehör schenkt, der Bibel, dem Wort Gottes und damit durch Jesus ewiges Leben erreichen könnt, anstatt ewige Verdammnis durch den Antichristen. Nackt sind wir auf die Welt gekommen und nackt gehen wir da wieder von weg. Wir nehmen nichts mit und wir haben im Grunde auch nichts zu verlieren. Hier auf dieser Erde haben wir nichts zu verlieren, aber wir haben unsere Seele zu verlieren, wenn wir den falschen Glaubenslehren folgen. Und der römische Katholizismus ist eine verkehrte Glaubenslehre. Und kurz zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, falls die Leute es nicht verstanden haben, für mich ist es selbstverständlich, ich habe absolut nichts gegen den einzelnen Menschen, der sich Katholik nennt und der betrogen ist durch die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Es gibt viele Katholiken, die wirklich intens an Jesus glauben und Jesus suchen. Aber sie werden ihn in der Kirche nie finden. Und ich hoffe, dass diese Lesung dazu beiträgt, vielen Leuten die Augen zu öffnen und dass sie anfangen, das Wort Gottes aufzuschlagen und für sich selbst lernen und nicht dem Katechismus und den Lehren der römisch-katholischen Kirche folgen, sondern den Lehren unseres Herrn folgen und halt damit zu ihm finden und zum ewigen Leben finden. So, das war die dritte Lesung von Luther 2017, wo stehen wir 500 Jahre nach der Reformation? Wo stehst du? Wählst du Christus oder wählst du Antichrist? Deine Entscheidung. Diese Lesung ist dafür bestimmt, deutlich zu machen, dass dieses System das System des Antichristen ist. Unser Königreich ist mit Jesus. Und das ist nicht von dieser Welt. Es ist ein spirituelles Königreich. Aber das Fleisch muss sterben und der Geist wird überleben. Gut, Joggler66 von Hour of the Truth meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Gott behüte und segne euch auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch und tschüss.